Welche Pflanzen wir in Zukunft anbauen können, Landwirtschaft im Ackerbau, muss man sagen. Der Ackerbau hat hier eine sehr große Flexibilität grundsätzlich, weil er jedes Jahr die Möglichkeit hat, umzustellen, neue Pflanzensorten, neue Arten anzubauen. Es gibt hier eine große Vielfalt natürlich. Es gibt viele Nutzpflanzen, die auch in wärmeren Klimaten wachsen, die wir dann bei uns auch anbauen können zum Teil. Zum Beispiel Reis, Süßkartoffel und so Sachen, die auch alles schon irgendwie versucht wird in der Landwirtschaft. Also langfristig ist hier sicher kein Mangel an Nutzpflanzen, die wir eventuell nicht anbauen, dass wir dann nichts mehr anbauen könnten. Also es wird immer also in der Richtung noch Alternativen geben, solange wir keine Wüste werden. Und das werden wir wahrscheinlich nicht. Aber es wird halt also trotzdem schwierig sein für die Landwirtschaft, weil wenn man umstellt auf andere Kulturen, auf andere Produkte, muss auch der Markt dafür aufbereitet werden. Das heißt, es werden hier Kosten verursacht, man muss ja auch die Produktion, nicht nur die Produktion am Feld, man muss ja auch das gesamte Management, auch die Lebensmittelproduktion dann entsprechend umstellen. Das heißt, es werden volkswirtschaftliche Kosten entstehen dadurch. Ja. Es wird so sein, dass wir sicher keine tropischen Pflanzen anbauen können, ganzjährig in Zukunft, wie Bananen, die durch den Frost zerstört werden können. Es gibt natürlich gewisse subtropische Pflanzen, die leichten Frost aushalten, auch gewisse Palmenarten und Oliven zum Beispiel, die verstärkt angebaut werden können, aber sie werden immer noch also durch Frost also gefährdet sein. Also es kann sein, dass sie ein paar Jahre überleben und dann kommt mal ein Jahr, wo stärkerer Frost ist und dann sind diese Kulturen, wenn sie Dauerkulturen sind, wieder kaputt. Allerdings bei Sommerkulturen ist man nicht diesem Problem ausgesetzt. Wir müssen auch bedenken, dass wir hier im Gegensatz zu den tropischen und subtropischen Regionen eine sehr große Änderung in der Tageslänge haben während des Jahres und auch viele Pflanzen zum Teil auch auf die Tageslänge reagieren. Das heißt, auch hier sind gewisse natürliche Grenzen gesetzt, welche Pflanzen wir überhaupt anbauen können.